Der Stein ist richtig glatt, ne? Einen wunderschönen guten Morgen aus Klosters. Heute nehmen wir die Telly-Spitze in Angriff. Das ist oberhalb von der Silvretta-Hütte. Und da es von hier aus wieder einiges zu laufen ist, nehmen wir für die ersten Meter das Fahrrad. Dann geht es eben entsprechend hoch auf die Telly-Spitze. Die ist 2,8. Dann über den Grat rüber zur Roten Furka. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wie schwierig der Grat ist. Er ist auf der Karte blau-weiß-blau eingezeichnet. Also wird schon gut werden. Das sind dann in Summe so ungefähr 1600 Höhenmeter. Also jetzt nicht übertrieben viel, aber schon eine nette Tagestour. Die frühmorgendlichen Nebelschwaden hängen noch im Tal. Der Vorteil, wenn es bergauf geht, es wird warm. Spätestens hier erkennt man dann die Vorteilhaftigkeit des Fahrrads. Das lang zu latschen wäre echt ziemlich langwierig. Das Ende des Fahrradweges. So, Fahrräder sind im Vedo-Stall geparkt. Dann kann es jetzt losgehen. Da gabelt sich der Weg, da geht es weiter in Richtung Silvretta-Hütte. Und wir laufen hier jetzt weiter in Richtung Telly-Spitze. Bei dem Wegweiser könnte man auch denken, der wäre für den Winter gemacht. Also die schmecken richtig gut. Da sieht man schön das Tälchen, durch das der Wanderweg führt. Und da oben in die Richtung ist dann die Telly-Spitze. Der morgendliche Tau ist jedenfalls noch nicht ganz verschwunden. Sorgt für ein bisschen nasse Beine. Telly-Spitze. Ein prächtiger Gletscher. Spaß. Krüppelgletscher nennt sich das. Jenen Grat, da oben geht es dann gleich lang. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, wo es hier weitergeht. Da unten. Der Stein ist richtig glatt, ne? Stimmt, oben. Jupp. Wunderschönes Gipfelkreuz. Und das ist Österreich. Okay, da unten sieht man jetzt den Grat, über den wir gleich gehen wollen. Beziehungsweise, Grat ist vielleicht eher der falsche Ausdruck, sieht eher aus wie ein Rücken. Ebenso wichtig wie warme Bekleidung in den Bergen ist eine gesunde Nahrung. An der Obstgarten. Wenn man genau hinguckt, sieht man da unten ein paar Häuser von Klosters. Also, das da unten ist die Rote Furka. Silvretta, diese Richtung. Na dann. Direkt oberhalb vom Gletscher. Silvretta-Hütte Sack. Sehr richtig getimt. Telly-Spitze oben ist jetzt in der Wolke drin. Die Silvretta-Hütte.
Was sagst du dazu, dass wir jetzt wieder bei den Fahrrädern sind? Na ja, abwärts. Ja, da hinten, das sieht gut aus. Das nennt man Spontanbremsung, um eine Landschaftsaufnahme zu machen.